Was ist das? Das ist deine Karriere. Yo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einem ganz besonderen Gast, und zwar meinem guten Companiero Sos Petrosian. El Soserino. Sos Petruccio Junior. Das ist eine sehr gute Aussprache von meinem Namen. Ja, und wir haben uns natürlich, nachdem das letzte Video so krass angekommen ist mit Rob, haben wir uns natürlich ein paar Zauberkästen wieder geholt. Und wir haben mal gedacht, was passiert eigentlich, wenn zwei Zauberer, die hauptberuflich zaubern, Zauberkästen testen. Sie lernen, wie man zaubert. Sie lernen endlich, wie man zaubert, richtig. Und das Lustige ist, wie lange zauberst du 16 Jahre oder so. Und das ist dein allererster Zauberkasten. Jetzt wirklich, kein Scheiß. Ich habe die gesehen, aber ich habe die noch nie bekommen. Erst recht nicht ausprobiert oder aufgemacht. Also für mich ist das gerade genauso Überraschung wie für euch. Ja, bei mir fing ja alles an mit dem Zauberkasten, wie ihr wahrscheinlich wisst. Und deshalb ist das für mich natürlich nichts Neues. Ich kenne den ganzen Short schon. Aber für dich wird das was ganz Besonderes. Es gibt jetzt zwei Videos. Wir packen jetzt einen davon bei mir aus, den anderen packen wir bei dir aus. Du kannst jetzt erstmal raussuchen, welche willst du zuerst auspacken. Okay, Freunde, dann fangen wir jetzt hier auf meinem Kanal mit dem an. Das heißt, wir machen den hier bei dir auf dem Kanal. Okay, supi dupi. Erstmal, wir haben für diesen Zauberkasten hier 21,99 €. So, jetzt machen wir den erstmal wieder hier auf. Oh Gott. Schau mal, hier ist alles Mögliche drin. Oh, hier sind Münzen drin. Cool, das heißt, vielleicht haben wir unser Geld wieder drin. Schon mal ein kleiner Vorteil, es sieht nicht nur so aus, als wäre das Teil voll. Es ist auch nur halb voll. Hey, da ist das FISM-Logo drauf. Also alle, die es nicht wissen, FISM ist die Weltmeisterschaft der Zauberkunst. Sogar zwei. Man muss aber auch sagen, so vergleichsweise jetzt, also das war's, mit dem anderen Zauberkasten ist hier schon mal fast so viel drin, wie hier Platz ist. Aber nur fast. So. Ein Buch, aber nur ein Buch. Ein Buch, ja. Was ist davor, wie viele Bücher? Vier, aber das waren halt auch alles verschiedene Sprachen. Oh, warte. Den Zauberkasten, den Zauberstab kenne ich schon mal. Okay, wir machen jetzt mal auf, mach mal deine Tüte aus, mach mal meine Tüte hier auf. Tüten aufmachen. Und hier geht's schon mal richtig los. Also, ich erkenne das hier schon mal aus dem letzten Zauberkasten. Und das hier auch. Also, das ist einfach ein Dreieck. Ein Dreieckstuch? Okay, sehr gut. Oh, ich habe hier schon zwei Dreiermünzen. Das heißt, ich habe schon sechs Geld wieder drin. Sechs Geld. Okay, warte, ich habe irgendwas mit Vögeln, so ein Käfig, dann ist eine Karte mit Käfig, nochmal und ohne Käfig und dann eine, ich glaube, ich weiß was. Fun Fact, dieses Teil war in meiner allerersten, also nicht genau dieses Teil, aber so ein Teil, auch aus so einem Billigzauberkasten, war in meiner allerersten Meisterschaftsnummer drin, mit der ich einen Preis gemacht habe. Okay, okay. Kleines Update, ich habe zwei Dreiecke. Jetzt weiß ich endlich, wie die Dinger funktionieren. Zeig mal. Machen wir so. Mann, nicht so. So! Oh! Und jetzt kannst du vor allem das trotzdem hier weiter durchziehen. Aber das so. Oh! Nein! Ja! Nein! Ja. Wie geil! Das kommt noch. Wie geil, ey. Hier sind richtig gute Sachen drin. Okay, Freunde, wir haben jetzt hier erstmal ausgepackt. Wir haben jetzt hier alles Mögliche rumliegen an Utensilien. Und wir machen es jetzt ein bisschen anders wie beim letzten Video. Und zwar werden wir uns jetzt erstmal gegenseitig herausfordern, wer von uns beiden den besseren Zaubertrick mit diesen Sachen. Also, man muss auf jeden Fall diese Sachen benutzen. Man kann auch extra Sachen dazu verwenden, die man halt so hat. Zum Beispiel, ich sehe hier kein Kartenspiel. Ein Kartenspiel muss. Also, darf man schon verwenden. Also wirklich, dass wir auch Sachen hier benutzen, die drin sind und dass die auch sinnvoll eingesetzt werden. Nicht richtig. Einfach nur so, dass wir jetzt machen zum Beispiel, ich habe jetzt nichts, was ich machen soll. Genau, also im Prinzip einfach so gut wie möglich jetzt versuchen, den anderen zu übertreffen und ihr werdet dann am Schluss abstimmen, wer von uns der bessere Zauberer war mit diesen Sachen und wer von uns es nach Hogwarts schafft. Ja. Endlich. Endlich. Deshalb würde ich einfach sagen, Leute, fangen wir einfach mal an und los geht's. So, schauen wir mal, was wir jetzt hier alles haben. Also, ich habe jetzt schon mega Spaß, einfach nur die ganzen Sachen zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr es schon vorhin mitbekommen habt. Ich bin wirklich teilweise echt überrascht, was hier drin ist. Aber mal gucken, was ich jetzt damit anfangen kann. Klar, wir könnten jetzt erstmal so Münzroutine irgendwie machen oder so. Aber das wäre ja irgendwie zu langweilig. Aus dem Source kennt das wahrscheinlich schon alles. Also ich habe keine Ahnung, wie Alex das gemacht hat. Aber ich lese mal. Also, bis gleich. Das ist so cool, dieses Teil. Ein leeres Buch, vollkommen leer. Ist auf einmal voll. Hey! Das Fool's Haus bitte. Als ob. Also dieses Teil finde ich echt sehr cool. Das muss ich irgendwie einbauen auf jeden Fall. Da kommt hier rein. Durchgeschnitten. Schon mal nicht schlecht. Verschwindenden Vogel draus machen, so dass man irgendwie hat, so, ja, der Vogel ist jetzt drin, der Vogel ist jetzt weg, aber wo ist der Vogel dann hin? Das ist natürlich jetzt die Frage. Vielleicht ist er dann hier.
Cool, ich hab schon mal eine Routine. Was habe ich die letzten 16 Jahre lang gemacht? Das ist ja ein krasser Shit hier drin. Okay Leute, also ich habe mir jetzt mal dieses Buch durchgelesen. Und ich muss sagen, ich sollte mir die Teile vielleicht mal angucken. Und mal echt langsam überlegen, was ich für Alex mache, weil, oh Gott, ich bin echt planlos. Okay, ich werde auf jeden Fall jetzt hier noch ein bisschen rumbasteln und dann sehen wir uns gleich, wenn die Routine fertig ist. Okay, Sos, ich habe mich jetzt mal ein bisschen hingesetzt. Ich habe jetzt schon mal ein paar Sachen vorbereitet, eine kleine Routine. Ich habe mir noch ein Kartenspiel zur Hilfe geholt und ja, wenn du ready bist, kann losgehen. Oh Gott, ja, legen wir einfach mal los. Ja? Ich freue mich schon. Okay, top. Also. Pokerface, natürlich alles Poker. Scheiße, was du Sos, zieh mal eine Karte. Schau sie an, merkst du, zeig sie in die Kamera. Okay, das ist nicht schauen, okay? Nee, schau weg. So, ja, ja. Okay, Sos, pack die Karte irgendwo zurück. Bereit? Ja. Noch nichts passiert. Okay, noch ist nichts passiert. Okay. Aber jetzt schau dir mal ganz genau das Pik Ass an. Das Pik Ass an. Okay, verstanden. Nein. Also, das ist doch mein. Deine? Ja, ja. Okay, okay. Und probieren wir jetzt mal was. No. Oh shit! Was hat. Okay, wo zeigt das jetzt drauf? Was soll das heißen? Nein. Nein. Nach. Als ob. Ah. Oh Gott. Das ist jetzt. Das aus diesem scheiß Zauberkasten. Das war meine Idee. Jetzt bist du dran. Also, ich muss ehrlich sagen, so im Retrospekt. Oh, hast du ein schweres Wort gelernt. War natürlich alles sehr minderwertig. Mhm. Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, dass ich möchte damit schon bei Fism antreten. Also, das ist, hier steht Fism drauf, da muss auch Fism drin sein, ja? Also, jetzt ist Sos dran, ich habe Sos auch schon direkt am Scheißen und hat sich auch ein Kartenspiel dazu geholt. Hey, ich meine, ich weiß, ich war mir am Anfang nicht so ganz sicher, ob ich es machen soll, aber ich habe dich dann bei der letzten Performance auch gesehen. Du hast auch ein Kartenspiel benutzt und die Wahrheit ist, welcher Zauberkasten hat bitte keine Kartenspiele drin. Ja. So, wir legen auch direkt mal los, und zwar mein Zauberkunststück heißt kein Zufall. Oh. Legen wir mal los, und zwar, wie du siehst, hier liegt ein rotes Tuch, ein blaues Tuch, ein Kartenspiel und dieser Gegenstand, von dem wir alle nicht wissen, was er ist. Mhm. Die wichtigste Sache ist, alles kein Zufall. Aber wir fangen mal ganz von vorne an. Such dir mal ein Tuch aus. Hast du eine Lieblingsfarbe? Ja, ich nehme ein rotes Tuch, weil ich habe gelernt, auf der Bühne sieht ein rotes Tuch immer am besten aus. Das ist eine gute Entscheidung. Dieses rote Tuch ist ganz besonders, weil man kann damit richtig schön rumwedeln. Und... Ernst bleiben? Das ist eine Show. Ich bin hier ernst, okay. Alexander. Wir machen im Prinzip einfach meine Faust ganz fest. Streich jetzt deine Faust. Und... Es ist weg. Und wir machen weiter mit diesem Zauberkunststück. Und zwar, wir haben hier das blaue Tuch. Und zwar, ich habe gesagt, es ist kein Zufall. Blaues Tuch. Aus Karten. Alles eine Frage der Perspektive. Alles wunderschön. So, wir nehmen jetzt dieses Kartenspiel und ich werde dich einfach mal bitten, so wie bei den meisten Zauberkunststücken, einfach mal eine Karte zu ziehen. Ich würde sagen, irgendeine, wo dir gut ausschaut. Hast du dir gut gemerkt? Mhm. Okay. Ich nehme doch lieber die. Okay, willst du tauschen? Okay, können wir tauschen. Doch die bleibt. Okay, super. Nochmal? Nee, passt. Okay, super. Dann lege ich mal das Kartenspiel weg. Wir brauchen jetzt uns erstmal zu schau mal weg. Okay, darf ich mich wieder? Ja. Okay, cool. Hast du dir gut die Karte gemerkt? Ja. Hoffentlich von vorne und von hinten. Und ich habe jetzt keine Ahnung, dass es ein Herz 9 ist. Woher wusste ich das? Aber die Sache ist wirklich, es geht nicht um diese Karte, sondern es geht um...
Oh, diese all about Münze. The money. It's all about the money, it's always about the money, which you put in this Gegenstand. Wir machen es ganz easy, wir nehmen das Ganze hier da rein. Und Gold ist viel zu wertvoll, um es aufzubewahren, deswegen tun wir es da rein. Mhm. Da war eine Eule drauf. Und jetzt ist eine 3 drauf. Oh, es ist Silber! Es ist Silber. Jetzt hat die Farbe geändert. Es ist mega cool. Das Ding ist, ich habe dir gesagt, das Ganze ist kein Zufall. Ich sollte mich auf eine Silbentrennung erinnern. Und 3. Und ich habe dieses Kartenspiel seitdem nicht mehr berührt. Kannst du einfach mal eine Karte rüber tun? Das ist die Nummer 1. Die nächste Karte ist die Nummer 2. Und die nächste Karte ist die Nummer 3. Nicht angucken, nicht umdrehen. Und zwar, die Sache ist die, du hattest dir am Anfang ja eine Karte ausgesucht. Erst habe ich ein Tuch ausgesucht. Erst hast du ein Tuch ausgesucht. Ein rotes. Das hast du gut ausgesucht. Du bist einfach weg. Weil wir jetzt diese Karte nehmen. Der schrottet immer meine Karten. Und in dieser Karte ist dein Tuch, welches man schön rumschwedeln kann. Aber das ganz Besondere ist, dass das auch noch deine Karte ist. Damn, das war ein nicer Zaubertrick. Und das sage ich, der Typ, der es vorgeführt hat. Hey, nicht schlecht. Ja, Freunde, das war's auch wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, dann habt ihr... Bleibt auf keinen Fall auf diesem Kanal. Auf keinen Fall. Denn ihr habt jetzt nochmal die Chance, denn wir haben nochmal so ein Video mit Sos gedreht. Und auf seinem Kanal haben wir die große Zaubershow ausgepackt. Oh, hell yeah. Und zaubern natürlich damit. Wir verlosen natürlich diesen Zauberkasten auch wieder an euch. Deshalb, wenn ihr den Zauberkasten gewinnen wollt, alles, was ihr jetzt machen müsst, ist natürlich Abonnent von dem Kanal sein. Also abonniert einfach schnell noch den Kanal, wenn ihr jetzt noch mitmachen wollt. Schreibt noch in die Kommentare, warum du diesen Zauberkasten gewinnen willst. Und wenn du 2 Chancen haben willst, dann gehst du jetzt einfach rüber auf Sos Kanal, schaust dir das Video an, denn den verlosen wir natürlich auch noch auf Sos seinem Kanal. Ganz besonders ist natürlich, wir haben gemerkt, da sind keine Kartenspiele drin, deswegen sind wir so lieb als Zauberkünstler und tun einen für euch rein. Da muss ein Kartenspiel rein. Den Typen unterschrieben. Und von dem Typen auf der anderen Seite. Also, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr gewinnen wollt, dann wisst ihr jetzt, was ihr zu tun habt. Dann würde ich einfach sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video oder drüben jetzt bei Sos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. For someone better, but no, she's a roller coaster.